Hilpoltstein mit zwei Spielern aus Frickenhausen, beides Nationalspieler für ihr Heimatland, kommen direkt von der aktuell noch laufenden Europameisterschaft. Der eine hat dort im Teamwettbewerb Wladimir Samsonov geschlagen und der andere den ebenfalls sehr stark einzuschätzenden Liam Pitchford, der im Einzelwettbewerb bis in die letzten 8 kam, wenn ich es nicht durcheinander bringe. Und dort gegen Dimitri Ovtcharov nur 4:2 verloren hat. Da ging es wirklich richtig eng her.